Akku leer. Servus Freunde, willkommen auf unserem Kanal. Ich bin euer Heubi und heute haben wir im Review eine 05er, das ICS Schwabenarms Modell SRR Europasport KK, auch bekannt unter die SIG 552. Wir wünschen euch viel Spaß beim Review. Wie kommt die Waffe zu euch? Die Waffe kommt in diesem braunen Pappkarton mit zweimal der Explosionszeichnung in der Waffe selber, ein paar Aufschriften und hier oben haben wir noch Warnhinweise. Was schlummert in dem Karton? In dem Karton haben wir einmal eine Bedienungsanleitung, einen Reinigungsstab, eine kleine Rode Schutzkappe für den Lauffunnel und zwei Sicherungen, was auch mal nicht schlecht ist, und eine Packung Kugeln von ICS. Die man auch gut verwenden kann, überhaupt kein Problem. Dann haben wir das 470 Schuss High Cap Magazin und natürlich die Waffe selber. Das System hier ist ein AEG System, ja 0,5 Joule, kein SAEG, im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar, wo zeige ich euch dann noch beim Body. Das Material, was hier verarbeitet wurde, ist ABS und Metall. Kleinere Metallparts, dazu auch noch später mehr. Das Magazin, wie ich schon erwähnt, eine Kapazität von 470 Schuss. Die Energie von unter 0,5 Joule, laut Begarde ca. 0,46 bis 0,48. Das haben wir natürlich für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe ist bei eingeklappter Schulterstütze bei 560 mm mit ausgeklappter Schulterstütze 820 mm. Das Gewicht liegt bei 1720 Gramm. Der Preis dieser Waffe kommt auf 239 Euro. Kommen wir auch noch gleich zu den Eigenschaften außen von der Waffe. Der Body, hier angesprochen, ist komplett aus Kunststoff gefertigt, lediglich ein paar Metallteile finden sich vor. Dazu gehören der Außenlauf, den Zerlegepin, der Abzug, der Feuerwehrhebel und die Befestigung vom Klappschaft. Unter dem Kunststoff-Flashhider, wie schon angesprochen, leider ist das hier ein Kunststoff-Flashhider, verbirgt sich ein 14 mm Negativgewinde. Um vom Anbringen zahlreicher Schalldämpfern, ist überhaupt kein Problem, kann man gerne machen. Die Rails, was man hier befestigt haben, sowohl vorne, unten als auch die Top Rail, sind auch aus Kunststoff gefertigt. Hier jedoch müssen wir sagen, die halten auch gut was aus. Also wir hatten hier schon Frontgriff, Akkubox, ein EOTech obendrauf, ohne Probleme, hält auch bombenfest. Der Trigger Guard hier unten ist wie bei den großen Schwestern, weil das Ganze gibt es auch in der SAEG-System-Variante, auch seitlich wegklappbar zum besseren Erreichen, wenn man etwas dickere Handschuhe anhat beispielsweise. Vielleicht noch zum Hop-Up einstellen. Das Hop-Up wird hier eingestellt durch Zurückziehen des Bolts, Fake Bolts. Kann man hier über ein Rädchen das Hop-Up bequem einstellen. Noch schnell zum Akku. Der Akku wird hier vorne im Schaft untergebracht. Wie wir finden, relativ tricky. Wir empfehlen hier auf jeden Fall eine Akkubox zu montieren. Das Ganze ist auch im Quick Disassembly Guide gehalten. Das heißt, ich muss nur diesen Pin lösen und ich kann diese Waffe nach vorne rausschieben. Und somit habe ich die Gearbox gleich offen und kann zahlreiche Fehler eventuell beheben. Genau. Gut, kommen wir jetzt schnell zum Magazin. Das Magazin ist einzulegen, ähnlich wie bei den AKs. Man muss leicht seitlich und also leicht schräg unten rein und nach hinten runter drücken. Und dann rastet es ja, wie gesagt, hörbar schon ein. Gut, kommen wir auch gleich zu den Markings. Die Markings hier sind dezent aufgebracht von Schwabenarms. Wir haben hier einmal auf dem Upper Receiver einmal das SAR-Logo, hier einmal die Aufschriften vom Importeur, in dem Fall Begarde 6 mm.
kein F im Fünfeck, ist klar, 0,5 Joule. Und wir haben eine fortlaufende Seriennummer auf der schützenlinken Seite vom Body. Aber gleich hier zu den Eigenschaften innen von der Waffe. Hier liegt ganz klar die Stärke von diesen Sportsline-Versionen von ICS. Im Inneren werkelt die gleiche Gearbox, der gleiche Motor wie in den großen auch, die dann 60, 70, 80 Euro mehr kosten, die dann aber auch aus Metall gefertigt sind, unterscheiden sich nicht innen von ihren großen Schwestern, wie gesagt. Darin findet sich, wie gesagt, eine schöne, stabile Metallgearbox, V3 der Version, Stahlgears, Pisten, ventilierte Pistenhead, Zylinder und Metallnozzle mit O-Ring. Wir haben allerdings auch verbaut hier den ICS 3000 Motor, in dem Fall ein Medium Type, der auch ordentlich aufzieht, also wir kriegen eine anständige Kadenz hin bei der Waffe. Und technisch kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Im Gegenteil, ICS, gewohnte Qualität, wisst ihr ja. Wir haben es uns da hier natürlich auch nicht nehmen lassen, diese Waffe für euch im Praxistest zu testen. Diesmal waren wir in einem 05er CQB-Gelände, damit wir diese Waffe wirklich auf Herz und Nieren prüfen können. Dafür ist diesmal der David für euch unterwegs. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Mein Fazit zur SIG ist: Sie ist sehr klein und kompakt, was für CQB sehr schön ist. Man kann sehr gut um Wände schauen, was ich auch sehr schön finde. Man kann die Waffe auch sehr gut mit sehr dicken Handschuhen gut benutzen, da man den Abzugsschutz zur Seite klappen kann, was in der ersten Runde für mich gewöhnungsbedürftig war, aber da findet man sich relativ schnell rein. Das Ansprechverhalten von der Waffe vom Abzug finde ich sehr schön und auch die Feuerrate ist definitiv, damit kann man gut umgehen. Die Leistung auf Distanz ist sehr solide. Die HU ist sehr schwer einzustellen. Kommen wir nun auch gleich zum Fazit der Waffe. Die ICS 552 in der Sportsline-Version ist eine gute 05er. Die auch mit anderen gut hochrangigen 05ern auf jeden Fall mithalten kann. Ganz klare Stärke hier liegt im Innenleben der Waffe durch die, wie gesagt, schon verbauten normalen ICS-Teile. Äußerlich ist jetzt nicht schlecht, also es knerzt nichts, der Kunststoff ist jetzt nicht billig verarbeitet. Es ist auch sehr stabil das Ganze, lässt sich überhaupt nicht meckern. Einziges, was wir empfehlen, ist hier vorne beim Handguard, wo der Akku normalerweise reinkommt, eine Akkubox zu montieren und die Kabel nach außen zu führen. Da habt ihr auf jeden Fall einfacher was, den Akku zu montieren, als jedes Mal dieses Gefriemel aufmachen. Weil wir haben hier, durch diesen Pin lösen, löst man hauptsächlich auch mit dem Bodypin und bei nicht beachten rutscht einem das Ganze nach vorne weg. Was uns auch aufgefallen ist, was relativ nervend oder was störend ist, ist beispielsweise, man kann hier in den Zwischenspalt die Kabel sehen, die nach vorne geführt werden. Ob das jetzt bei den großen Schwestern auch so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Wenn das jemand weiß, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Mir bleibt hier in der Hinsicht nichts zu sagen. Man kann hier in beruhigt zugreifen, es ist eine solide, stabile 0,5 Joule Waffe. Und ja, das war's von mir, euer Holbi, FV, macht's gut. Scheiße, immer noch Akku leer.